Willkommen zu einer schrecklich motivierten Folge. Ach scheiße, ich muss Fleisch fallen lassen. Nimm mal bitte eins. Nimm mal bitte so ein Stack. So. Unsere Herausforderung heute, wir gehen einen T-Rex jäten. Wo ist Helena? Komm schon, Helena, ich muss dich verwenden. Bist du bereit? Ich kann irgendwie, solange ich nicht sprinten kann, kann ich auch keinen. Ich habe einen zweiten gefunden! Wo? Direkt in deiner Nähe. Blaubauch, was? Level 90, nur Level 90, Level 90. Sollen wir die nicht einbauen irgendwie? Wir bräuchten an sich schon eine 10-Falle. Stein, Scheiße. Es hat ihn gehittet. Ja. Wir rennen jetzt den Berg runter. Ja, Mann. Ich komm. So, jetzt müssen wir uns einen Ort suchen, wo wir ran können. Der fällt sich mit den. Scheiße. Oh. Komm runter, du Arsch. Komm runter. Er geht baden. Oder? Nee. Was? Oh ja, wir haben ihn. So schnell? Wir haben ihn. Was wollen wir bewandern? Der steht hier gerade so schön. Die Nieten war auch, warte. Aber bevor du das machst. Ja. Och nö. Aha, Fleisch, ich hab kein Fleisch mehr. Ich hab Fleisch. Warte, ich kümmere mich drum. Ich muss noch meine Art zähmen wegen. Servus Überlebender. Hier ist alles, was ich habe. Fleisch reicht. Lass uns das nochmal machen. Oh Gott. Ey. Da dauert dieses Zähmen wesentlich länger, nehme ich an, oder? Ja, sehr viel länger. Scheiße, ich habe noch 9 Narkotik drin. Ich habe über 100 hier dabei. Dann gib mir die mal, drop mal die mal. Mach's hier rein, vielleicht. Oh Mann. Scheiße. Oh, ich hab diese Dinger nur. Oh Gott, hat mich die Umgebung gezockt. Oh Mann, es wird mir gleich so wehtun. Brauchst du irgendwie Essen, Wasser? Hast du Hexagons, die du ausgeben möchtest? Ein Heiltränke. Ah, die hab ich nicht. Guckst dich nur um, oder? Ja, Helena, lass mich doch mal hin. Es wird mir gleich so wehtun, diese Items zu droppen. Willkommen zu Hexagon Exchange. Welche? Soll ich was nehmen? Gute Wahl. Danke, Überlebender. Alter. Ich steuere gerade dazu bei, dass ich gehe gleich drauf. Warum? Gesundheitsmäßig. Warte, ist es dir zu warm? Ja, es ist mir irgendwie voll Knecke zu heiß. Hast du Hexagons, die du ausgeben möchtest? Dann nimm die Kleidung hier. Komm bald wieder. Warte. Alles aufheben. Hab ich meinen Tech-Dinger nicht mehr. Aber hey, alles besser als drauf zu gehen. Dein Schlag. Kritisch.
Aber was mache ich eigentlich musst hier? Du Lex fressen. Drei bis viermal. Dann habe ich ihn. Nein, ich habe die höchsten Stoffhandschuhe gedroppt. Nein! Lass mich ran, lass mich ran. Bevor sie bergunterrollen. Und soll ich irgendwas von dir nehmen? Du bist total überladen. Sag mal, schenke ich dir. Gut. Und da ist noch was. Ja. Nicht, hoffentlich. Was mache ich hier eigentlich? Ich kann die Boots, da habe ich genug von. Oh, jetzt kommt die nächste Welle, das ist doch zum Kotzen. Der muss phrasen. Alter. 11,8. 135. Ja. Leute, der Christian wird sein Recht früher haben als ich. So, und jetzt, was das übrigens diesen Stream angeht, den hier, von dem ich die ganze Zeit rede, aber nie dazu komme. Servus, Überlebende. Hier ist alles, was ich habe. Jetzt haben wir alles besprochen. Genau, halt die Klappe. Der wird morgen stattfinden. Danke, Kumpel. Der wird, so wie es vorgesehen ist, morgen. Oh, ich hab Amra. Warum hast du Amra dabei? Nee, ich hab's gerade eben bekommen. Ah, warum das? Nein. Ach komm, scheiße. Hast du einen Taschenlampenaufsatz? Ja. Den kann man auch wie Flinte machen, ne? Ich glaub schon. Gedroppt mal. Den blauen Raptor-Sattel brauche ich nicht. Oh, ein Schalldämpfer. Den klatsche ich mir auf die Flinte. Eine Kamera zweimal. Betten brauchen wir nicht, Böse Emote. Den habe ich zwar schon, Ich noch nicht, glaube ich. Warte, so den Böse Emote habe ich dir geschickt. Alter, was ist das denn? Megachellon Sattel in Blau. Ja. Hoppala. Jetzt habe ich ein Problem. Wieso? Wem gebe ich das zum Tragen? Oh nee. Warte, ich bin gleich da. Oder wie viel hast du noch? Die mit mir. Ich habe an Gewicht. Ich habe 38 zu viel. Wie viel kannst du noch tragen? Ich kann noch insgesamt 100 tragen. 100 noch was. Würdest du dann auf den Mega-Schellern-Sattel hier aufpassen? Ja, ist gut. Hier, komm. Den kannst du ja jetzt noch tragen. Was ein Nussknacker-Suit-Emote. Also hier, das ist der. Ja, ich kann einen Emote. Geil. Könnt gar nicht an den 40 Fleisch liegen. Warte, ich habe echt die Idee. Ich jiete die weg. Och nee, bitte nicht, bitte erst, wenn ich am Rex bin. Jawohl, erst wenn ich am Rex bin. Ehrenhaft. Erst wenn ich am Rex bin. So. Meiner ist jetzt bei 35,4. Warte. So. Die 40 Fleisch. Die 40 Fleisch, 17, dann die Narkotics. Ich fütter ihn zwangsläufig, ne?
Genau, mein kleines Riesenbaby. Du bleibst noch eine Weile hier liegen. Falls ihr nicht gesehen habt, warum ich ihn haben will, ihr seht das bläuliche Leuchten. Das fuckt mich. Ach, ja, dein Rex ist fertig. Ah. Ja, gut. Dein Rex ist fertig. Ja, ich brauche hier gleich eine kleine Hütte. Achso, du brauchst eine Mini-Hütte. Ja. Ja, gut. Ich könnte den Rex jetzt natürlich herpfeifen, aber ich will das nicht, weil ich nicht weiß, wie weit er dann rutscht. Okay, ich tue ihn eh gleich einkürfen. Ja, du cryost ihn eh gleich. Komm, friss endlich was. Kann sein, dass bei mir gerade die Zähmung immer weniger wird, weil ich ja gerade eben 35. Das ist passiert. Der frisst halt nichts im Moment. Oh Gott, 46 bin ich jetzt. Das dauert. Und ich werde so lange warten, bis mein Baby hier fertig ist. Der will nur kuscheln. Ich spüre das. Der will in Wirklichkeit einfach nur Liebe. Rechse sind nicht böse, sie wollen Liebe. Das ist eigentlich die Sprache, die die Welt sprechen sollte. Die Sprache der Liebe. Aber nein, Menschen müssen sich ja seit jeher bekriegen. Und die ganz oben finanzieren den Scheiß sogar noch. Ah ja, die Welt ist nicht gerecht. Die Welt ist scheiß noch eins nicht gerecht. Hallo. Ist dann ein männlicher Rex? Ich glaube schon. Bitte ja, weil dann kann man nämlich Rexbabys züchten. Bis ich bei deinem Rex bin, bin ich schon 7-mal abgeschmiert. Guck mal bitte nach, was dein Rex für ein Ding ist. Ja. Das Leben. Hoppala. Direkt auf mein Haus. Och nee, oder? Die Bäume außenrum hier gerade komplett weggefetzt. Ja, ich habe einen Teil davon gesehen. Also. Und da wir gesagt haben, wenn wir ein Tier zähmen, nenne ich euch ein paar Fakten drüber. Also wie ihr seht, das ist ein Rex, einer der bekanntesten Dinosaurier der Welt, oder wenn nicht sogar der bekannteste. Auch der König der der Tyrannenechsen, das heißt zumindest sein Name auf Deutsch übersetzt. Genau, er gehört in Ark, also generell gehört er zur Gruppe der Dinosaurier, Spezies Tyrannosaurus Dominum. Er kommt aus der späten Kreidezeit. Ey. Und ist ein Fleischfresser und in Argus und Temperament noch generell sehr aggressiv. Ins Spiel an sich hat er es geschafft, auf der PlayStation am 6. Dezember 2016, auf der Xbox am 16. Dezember 2015. Und 2015 am 2. Juni hat er es bei Steam auch in die Version reingeschafft. Und was halt Handy und Switch, die einheitlich am 24. Mai 2018 und der Switch am 30. November 2018. Es gibt ihn, in folgenden Varianten: den Alpharex. Den Brute hat halt eine Fehlfunktion vom Tech-Rex, der Brute X-Rex, Corrupted Dinotaur-Rex, Verdorbener Rex, Dodo-Rex,
Ja, es gibt einen T-Rex mit Dodo-Kopf und Federn. Der unheimliche Alpha-T-Rex, unheimlicher Rex an sich, der hat dann eine spezielle Färbung. Wütender Corrupted Rex, Fehlfunktion Tech-Rex, Skelett-Rex, Tech-Rex, Skelett-Rex ist eine Textur. Und den X-Rex, den haben wir hier vor uns. Ein Nuggelchen mit 70%. Es gibt viele Atem-Commands, um ihn spawnen zu lassen, aber egal. Er ist nicht Torpor-immun, es ist eine Knockout-Zähmung. Erste. Nein! Nein! Bitte nicht! Nein! Nein! Bitte, 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 bitte nicht! Nicht jetzt! Ich kann nicht jetzt! Bewegen. Achtung, da kommt eine Welle, da kommt eine Lawine. Oh, voll durch mein Haus. Scheiße, warum ist die Bude auch aus Rohr? So. Also er ist zähmbar, er ist streitbar, er ist züchtbar. Schau in den Himmel. Ja, mach ich. Ich trau dem scheiß Ding nicht. So. Er bevorzugt das. Also bevorzugt das Kibbel an sich, ist halt eines außergewöhnliche Kibbel. Zum Zähmen oder halt eben auch zum einfach nur knabbern. Es ist dann das Pomo Scorpius, also der Riesenskorpion. Shit. Hoffentlich lädt er sich nicht gleich in unsere Richtung. Genau. Rohes Hammelfleisch liebt er, also Prime Meat war das, glaube ich. Und genau, rohes Hammelfleisch und Prime Meat, glaube ich. Irgendwie so. Er hat einen Rex-Sattel, einen normalen, den kriegt man, keine Ahnung, ich glaube 74 oder so, genau wie den Tech-Rex-Sattel. Einzigartige Skins hat er das Bionic, also Tech-Rex im Prinzip, das Bionic-Skin, den Storm-Kostüm und Stormed Glasses Sattelhaut. Gibt's doch irgendwie, ja. Reiterwaffen, nein, Menschen, ja, nicht so. Genau. Es gibt das Tech-Rex-Ei, das Ei. Es braucht eine Gradzahl von 32 bis 34 Grad. Und ich glaube, Tech-Rex war 90 bis 93. Fahrenheit ist es, glaube ich. Es dauert 4 Stunden, fast 5 Stunden, sagen wir mal, bis er ausschlüpft. Babyzeit 9 Stunden 15 Minuten. Genau, Jugendzeit, ich glaube 1, ist dann 1 Tag 13 Stunden. Die nächste Phase der Jugend ist dann 1 Stunde, ist dann 1 Tag 22 Stunden. Gesamtreifungszeit wären wir dann bei 3 Tage 20 Stunden 35 Minuten. Und noch einmal, Jogi. Das ist er durch, ja. Bei dir. Ja. Und ihr hört. Genau, ihr hört ja wieder Christian. Genau. Okay, genau, T-Rex. Ist ein riesiges, sperriges Raubtier, das praktisch die gesamte Insel beherrscht. Oder halt eben, ne? Wobei das hier in Genesis nicht ganz so der Fall ist. Muss man leider zugeben. Er hat wesentlich mehr Gesundheit und Ausdauer als der Spinosaurus, aber es fehlt die Angriffsgeschwindigkeit und Beweglichkeit. Das heißt, das Ding hat einen Wendekreis wie ein Backstein. Bloß wenn du ihm halt direkt vor die Fresse läufst, bist du prinzipiell schon gearscht, weil der knackt dich einfach. Genau. Er hat halt, ist halt produziert größer Kackhaufen, was zum Beispiel sehr praktisch ist. Wenn man hier genau wie wir beide. Aber. Oh, der Scheiße, der blutet schon fast. Der hat schon einen Kratzer. Shit. Wie viel Leben?
Warte, ich guck grad mal. Alter, von 4.400 hat er 338. Nee, 381. Wird das überleben? Ja, er ist schon bei 93%. Hoffe ich. Ich hab geschissen, direkt auf einem neuen T-Rex. Also das wird er dir nachtragen. Safe. Ach ja, und er hat die eigene, und er ist mitunter einer der farbenfrohesten Dinosaurier, die es gibt. Du kannst einen Rex in 1000 beliebigen Farben auf einer Karte finden. Kein Rex gleicht im Prinzip dem anderen. Sie mögen beide ungefähr die gleiche Farbe haben. Du kannst sie nebeneinander stellen. Aber du findest immer beim anderen Rex eine Schattierung, die der andere nicht hat. Irgendeine, egal welche. Es gibt immer eine. Finde ich zum Beispiel cool. Der König der Dinosaurier. Jetzt der König deiner Haustiere. Schön gesagt, Helena. Der König der Raubtiere ist jetzt der König deiner Haustiere. Sehr schön. Er ist auf Level 132. Wir haben ihn mit 90 gefunden. Nicht schlecht. Also, das geht schon mal, ne? Ja. Die Option. Komm schon, Girl. Das ist jetzt Queen mit Level 132. Wir könnten im Prinzip eigentlich auch zurück. Ich muss nur bis zum Haus kommen. Kein Problem. Die Bude ist fertig. Ja, aber guck mal, welche Geschwindigkeit ich mich bewege. Und du so? Ja, ganz gut. Ich brauche noch gerade das Dach fertig. ja. Also, aber vor allem, wo man ihn übrigens öfter findet, ist, wie man sieht, auch an Bergen. Das ist sowohl auf The Island als auch auf Ragnarok. Ne, auf Ragnarok gibt es die, glaube ich, gar nicht, ne? Doch. Natürlich gibt es die. Ja, die gibt es eigentlich überall. Genau, die gibt es auf überall. Christian, lauf mal schon vor. Kann gedönt. Und genau, man findet sie auf allen Karten, aber bevorzugt auf Bergen oder auf der Island auf der Fleischfresserinsel. Das ist aber da findet man nachts hauptsächlich, so wie ihr habe ich die Erfahrung gemacht, das sage ich euch so, hauptsächlich Tech-Rexe oder eben Mini-Rexe, die eigentlich nicht viel wert sind. Das heißt, da schießt man dreimal mit der Schrotze drauf und dann war's das. Achtung! Du musst die Wände hier an den Seiten reparieren. Also hier nur die eine. Aber ja, ich habe draufgehauen mit der Spitzhacke, weil ich diesen Baum in der Ecke weg haben wollte. Ich schon horsch. Genau. Man findet sie überall, hauptsächlich an Bergen. Die verdorbenen Rexe rennen eigentlich hauptsächlich auf den Ebenen von von Extinction rum. Keine Ahnung, was die daran finden, irgendwie brüllend oder tötend auf einer Ebene rumzurennen, aber nicht meine Entscheidung. Hallo, doch alle. Das ist doch der Traum von jedem. Klar, hallo, ich renn auch einfach brüllend durch die Wüste. Das würde ich wahrscheinlich nicht lang machen. Oh, mein Ambra wird gleich schlecht. Das Ambra wird gleich schlecht. Ja, wir müssen bei Gelegenheit sowieso Neues holen, also von dem her. Ich hau's in die Kiste. Okay.
Die Stimbeeren fress ich gleich. Die fress ich gleich alle. Warum? Willst du durstig werden? Im Lava-Biom? Nee. Was braucht er für Reparatur? Stroh, Holz und Fasern. Haben sie Holz? Ja. Haben sie in Stroh? Der Kiste. In der Kiste. Ja, dann brauche ich jetzt Fasern. In der Kiste. Geh ich jetzt Fasern holen, dann reparieren wir das. So. Echt jetzt reparieren. Warte. Hinlegen? In 3 Stunden. 3 Minuten. Shit. Fuck this shit, I'm out. Das fuckt mich gerade so ab, dass das hier. Ich kann diese Scheiße reparieren. Nein, genau die Kiste, da will ich rein. Das Ambra lege ich da noch rein. Hast du vergammeltes Fleisch gerade? Ja, vergammeltes Fleisch habe ich 1. Gut, immer rein damit. So, das hauen wir da jetzt rein. Das eine Ding reißt jetzt auch einfach. Achtung! Die Tür hat abgekriegt. Zu reparieren. Naja, so. Sachen zurück und dann sage ich dir eins, was wir dann machen. Wir verpissen uns. Gut, kann dann leben. Genau, ich habe mich hab da ehrlich gar keinen Bock. Schwefel nehme ich mit, könnt ihr mich alle mal. Ich bin nicht überladen und aber das kann nicht an den Dingern liegen, an den Dinos liegen. Ich würde sagen, porten uns von hier aus runter weg, weil wir sind so zwischen den Steinen, dass da uns nichts etwas kann. Nein, wir stellen uns auf den Stein. Wir wollen auf den Stein. Ich nehme meine Helena. Nein, nicht Texagons tauschen. Wir wollen ins Moor, wollen wir, ne? Ja. Koordinaten gesperrt. Zeit für Teleport. Ja. So, wie gesagt, morgen dürft ihr euch endlich auf den Stream freuen. Was wir genau machen, ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Christian, was machen wir? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ja, vom Streaming-Zeugs mache ja ich. Was machen wir morgen, ja. Arc? Ich denke mal weiter Rexe. Vielleicht. Ja. Ja. Wir gehen morgen weiter Rexe jagen.